Auf jeden Fall nett hier. Weiß ich mal ein bisschen Licht. Ich habe ja genug Zunderbüchsen, die habe ich ja en masse. Nicht dieses Vieh, verdammt, ey, verpiss dich, bitte! Ah! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder, du! Du darfst nicht aufgeben. Das sind sehr ermunternde Worte, liebes Spiel. Bin ich denn hier jetzt? Lol. Oh, hier bin ich. Ach so. Zellenbereich 1. Das heißt, ich darf nicht aufgeben. Wollt ihr mich verarschen? Hier war ja nichts, ne? Sonderwüchse uns auch mal mitgenommen. So. Was meint ihr? Ich darf nicht aufgeben. Ich meine, was soll ich denn da machen? Bei dem Hansen. War ich da schon? Nö, sieht nicht so aus. Was bist du? Ein Hammer. Okay. Da Hammer, den Hammer. Wieso schickt ihr mich in einen gottverdammten Kerker, ey? Ohne Scheiß, ich will hier nicht sein. Daniel mit Sicherheit auch nicht. Ein Steinhammer. Das Problem ist, ich kann mich ja nicht mal verteidigen. Wir sind geistig im Arsch. This shouldn't be. Lampe. Okay, hier sieht man anscheinend echt gar nichts ohne unsere Lampe. Lasse ich mal offen, falls ich ein Versteck brauche. Und das werden wir wahrscheinlich. Ich fülle mal meine Lampe nach. Es gibt vielleicht einen Geist auf. Und hier. Nö. Scheiße. Geht nicht auf. Ich weiß aber noch nicht, ob ich da rein will, aber... Scheiße. Dann müssen wir uns nochmal dem hässlichen Edgar stellen. An alle, die Edgar heißen und hier zuschauen. Ich meine, ich habe nichts gegen den Namen Edgar. War der nicht hier? Hä? Oder bin ich gerade einfach bloß dumm? Oder schleicht der hier rum?
Okay. Ja. Die alten Tricks kennen wir schon. Die bringen mich nicht mehr aus der Fassung. Ach, du musst hier raus. Und was ist mit mir? Ja. Bring nur irgendwelche Zombies. Naja, jetzt wüsste man wenigstens, was aus den alten Kerkelinsassen geworden ist. Daniel. Ich weiß, es ist hart. Ich weiß, es ist hart und es ist nass und es tropft. Du möchtest einfach nur nach draußen. Und raus hier. Aber ich bin bei dir. Und deine Zuschauer, die sind auch alle bei dir. Und die stehen dir gerade bei. Ja? Also reiß deinen fetten Arsch zusammen und lauf einfach weiter. Komm, kann doch nicht so schwer sein. Ich habe nicht mal. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ich machen. Oh. Oh, such einen anderen Weg um das versperrte Tor, ja, hui. Möchte ich das denn, wenn hinter dem versperrten Tor ein Zombie ist? Die Antwort ist vermutlich nein, aber das interessiert hier keinen. Schätze ich jetzt mal. Lampenöl! Aber wie das immer gerade so reicht, warte mal. Hab ich hier was zum Anzünden? Nö, scheiße. Scheißendreck. Ich will nicht da lang, ich geh jetzt mal da lang. Ich werde mich sowas von verlaufen. Okay. But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider. And tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... Someone is coming. Hurry, I'll cover the hole with a bed. Everything will be fine, I promise you. Alter, hier haben sich Geschichten abgespielt. Ich schätze mal, da drunter ist ein Loch. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dir nicht wehtun. Kann ich da durch? Das Loch ist zu schmal, um durchzuschlüpfen. Dann hilft nur Steinhammer. Nur mit diesem Werkzeug lässt sich der Spalt nicht öffnen. Dann... Kombination? Kann nicht kombiniert werden. Bohren. Nun, ja. So, was hast du für Ideen? Suche einen anderen Weg um das versperrte Gitter. Loch im Boden ist zu klein, um hier durchzuschlüpfen. Ein Werkzeug, um das Loch im Zähnboden zu vergrößern. Also brauchen wir noch einen Meißel, der vermutlich in Richtung böse Monster ist. Wie geht's denn uns? Kopf drunter und Hände zittern, aber immerhin besser als... vollkommen gaga. Und weist einige Schwachstellen auf. Sag mir bloß nicht. Sag mir bloß nicht, du willst da rein, verdammt, ey. Steinhammer. Pff, Vollidiot. Lass, was hat der für Probleme, dass der überall rein will? Where is she? Where did she go? You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there.
Da hat er sowas von recht. Kleine Kinder gehören nicht in dunkle Keller. Also lasst mich raus. Wir haben einen Meißel. Mission complete, wir haben den Meißel. Das Lampen. Oder? Yes. Okay, ich muss weitergehen, weil sonst heißt viel, ich bin Waschlappen. Beziehungsweise einfach nur ein Lappen. Achso. Hey! Wie war das mit Dunkelheit und so? Lass mich in Ruhe! Ich bin... My name's Daniel. I'm from England. I'm from London. I'm a very important person. So fuck you, Mob. So ein Scheiß. Nein! Du darfst nicht aufgeben. Okay. Ja, ja, schon klar, schon klar. Willst du mich verarschen? Ey, Junge, wir hatten unsere Unterhaltung schon. Du kannst gehen. Du hast gewonnen, 1-0 für dich. Nee, 3-0. Oder? Nee, 4-3-0? Keine Ahnung. Jedenfalls ziemlich hoch zu 0. Ich schau den jetzt mal nicht an, weil ich glaube, das macht's nur noch schlimmer. Ich bin völlig am Austicken, ja? So, jetzt habe ich Hammer und Meißel. Aber ich kann mich nicht verteidigen. Und der steht da. Ich komme nicht weg. Ne? Mal zusammengefasst. Sag mir, was ich tun soll. Das war ohne Witz. Warte mal, ich weiß mal Just so Fun die Lampe an, oder? Hallo? Lol? Hä? Heiliger Sebastian, Alter, ohne Scheiß, was war denn das jetzt? Leute, ich bin verwirrt. Ich bin zutiefst verwirrt. Okay, mal zusammengefasst. Wenn das Vieh kommt, zumindest hier im Kerker. Ich bleib jetzt mal hier, dass der Daniel und ich dazu uns mal ein bisschen abregen können. Aber mal zusammengefasst. Hier im Kerker, unten war das ja nicht so, aber hier im Kerker, sobald das Vieh überhaupt auftaucht, müssen wir anscheinend rennen. Weil uns das ja selbst hier im Schatten sieht. Okay. Lass mal kurz überlegen. Das Vieh ist, sagen wir mal, fast schneller als wir. Kann töten und wir nicht. Ist computergesteuert, das heißt, es sieht uns überall. Und ich habe keine Möglichkeit, irgendwie zu fliehen. Ich finde diesen Kampf ziemlich unfair und ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll, außer fick dich, Amnesia. So, weiter geht's. Hammer und Meißel, Hammer. Hammer und Meißel, Hammer. Haben wir. So, wo waren das jetzt nochmal? Hier und dann rechts. Theoretisch. Da vorne. Nee, das Vieh kommt, ey. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich find's fair von dem Spiel, dass es mich immer wieder leben lässt. Unfair davon aber, dass es mich so verarscht. Muss man einfach mal klar sagen. Und hier ist Licht. So. Lampenöl haben wir noch ein bisschen. Die Laterne eben.
Hole Nadel. Muss ich mich sperren zur Zündbrücke F. Ja, aber ich kann. Wieso gibt's denn überhaupt irgendwie Waffen in dem Spiel oder Sachen? Wie kann ich mich verteidigen? Der Typ, wieso hat er sich gerade aufgelöst? Dann kannst du merzen. Bam, bam, interaktiv. Oh. Glasklar. Wodka Gorbatschow.